Hier seht ihr Steffi. Steffi geht in die 5a der Oberschule Frohburg. Und Steffi hat heute zum ersten Mal TC-Unterricht. Und dort hat sie zum ersten Mal von Lernsax gehört. Als sie nach Hause kommt, möchte sie sich sofort mit ihrem Login und ihrem neuen Passwort anmelden. Steffi kennt sich schon ganz gut mit Computern aus. Und sie glaubt, sie kann sich schon aus dem Kopf bei Lernsax anmelden und braucht ihre Aufzeichnungen aus dem Heft überhaupt nicht. Sie öffnet also den Browser, in dem Fall Microsoft Edge, und gibt www.lernsax.de in die Adresszeile ein. Mit einem Klick auf Anmelden kann sie im nächsten Schritt ihre Login-Daten eingeben. Wie war das noch gleich? Ach ja, erster Buchstabe des Vornamens, Punkt, Nachname, @, wo ist Frohburg, Punkt, lernsax.de. Ihr neues Passwort weiß sie schon ganz genau. Das kann sie auswendig, da ist sie sich ganz sicher. Schwuppsdiwupps, einloggen. Hä? Warum geht's denn nicht? Ach ja, beim Login ist es ja wie beim Kreuzworträtsel. Steffi hat einen Umlaut in ihrem Nachnamen, in ihrem Fall das Ö. Das muss sie umstellen. Aus Ö wird also OE. Genauso wie bei Ä, Ü und auch SZ. Passwort wieder eingeben, einloggen, jetzt müsste es aber funktionieren. Schon wieder nicht. Ach ja, Steffi fällt ein. Sie hat ja noch einen Bruder. Sam. Sam geht schon in die 8. Klasse und ist deswegen schon länger auf der Schule als Steffi. Die E-Mail-Adresse s.schröder@usfrohburg.lernsax.de ist also schon vergeben. Steffi hat nun also den Sonderfall, dass sie zusätzlich zum ersten Buchstaben ihres Vornamens noch den zweiten eingeben muss. Jetzt stimmt's aber. st.schröder mit oe@usfrohburg.lernsax.de. Passwort eingeben. Einloggen drücken. Und siehe da, Steffi kann sich anmelden. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet alle Probleme mit dem Login lösen, genau wie Steffi hier. Und ich freue mich, euch in den nächsten Videos ein bisschen Lernsax näher zu bringen. Wir werden sehen, was es mit Gruppen auf sich hat. Wir werden sehen, was es mit dem Lernplan auf sich hat, sodass ihr auch gut online mit Lernsax arbeiten könnt. Sollten eure Lehrer da Aufgaben zur Verfügung stellen. Bis dahin, Herr Kunig wünscht einen schönen Tag.